Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Auf dem Morphischen Marsch. Ja, ab heute ist ja der neue Dilacida mit Bodenbearbeitung. Und ja, ich will es mal jetzt gleich probieren. Wir haben ja etliche Felder, die bestellt werden müssten. Und da wäre ganz gut, wenn wir vorher eine Bodenprobe nehmen würden, jedenfalls bei einigen jedenfalls. Soweit ich mitbekommen habe, müssen wir erstmal ein Gebäude setzen. Und das finden wir. Muss ich mal gucken, ne? Diverses vielleicht. Denn wir haben ja so vieles. Müssen wir das Richtige finden. In Anführungszeichen. Und das kann natürlich sein, ein bisschen suchen müssen. Diverses nicht. Dekoration sicherlich auch nicht. Vielleicht das Farmhaus. Farmhaus sind viele. Oh. Aber nicht dafür versuchen. Silos, Tierhaltung, Hallen. Big Bags. Fahrzeuge. Tja, da wollen wir mal schauen. Das ist. Jetzt fangen wir mit Tierhaltung an. Normalerweise soll es da nicht sein. Wäre nicht logisch. Okay, da nicht. Global Company, ne, das ist auch nicht. Kann ja nicht sein. Farmers haben gerade guckt, der Versus. Hatten wir bei Hallen. Sollte es auch nicht sein. Das ist ein Gebäude für Labor. Integration. Ja, wir haben ein Palettenregal. Doch hier vielleicht. Werkstatt. Elektro. Bioheizwerk. Alle mit ETS Barstation. Ah! Ach, hier. Das ist es doch hier. Ah, hier haben wir das schon mal. Hier haben wir das Gebäude mit ETS Barstation. Und das wäre, glaube ich, würde hier gut hinpassen. Mal kurz drehen. Das Gebäude nicht. Wir müssen drehen. Ich habe es gefunden. Ist ja recht klein. Sollte also hier gut reinpassen. Hier an der Halle ran. Vielleicht ein bisschen mehr nach vorne, falls wir mit dem Fahrzeug ranfahren müssen. So, und da war noch ein weiteres Gebäude, ein zweiteres. Und zwar Halle mit Bahnstation. Es könnte sein, dass wir eine vielleicht gar nicht gebraucht hätten, aber das werden wir rausfinden. Gut. Hier sind Displays, Wasserrohr. Gut. Wo steht an der Wand? So. Ich habe mich festgefahren. Gut. Funktion hat es keine. Ich weiß nicht, was ich sehen könnte. F1 machen, ganz kurz. Vielleicht kann man mal was sehen. So, geht auch die Tür auf hier. In der Halle wäre nicht logisch. Wahnsinn. Ja, hier könnte man die Fahrzeuge reinfahren, ne? Seasons. Okay. Ich glaube, hier sind keine Kurse von Kursplay oder von Outdrive. Schauen wir um Fahrzeuge. Wir haben ja noch Fahrzeuge zu kaufen. Zwar unter diverses soll es sein. Da ist es nicht dabei. Dann gehen wir unter Anhänger. Lizard. Hier, unser Scott. Bodenprobe. Können wir nicht angucken. Kaufen. Okay. Zurück. Haben wir noch was?
glaube, den haben wir noch gar nicht. Gut. Es gab da noch ein Fahrzeug mit zu von John Deere. Müsste ich mal schauen, ob es hier mit bei war. Wir haben halt so vieles dazu gekriegt. Hier war das gute Stück bei, ne? Ja. Ich würde auch einen Traktor gehen dafür. Das sind die Fahrzeuge mit Strandbuggy. Das wäre Quatsch, die sind zu schnell. Na egal, wir nehmen Traktor, wir nehmen immer einen schönen Traktor. Einen schnellen Traktor dafür. War ein bisschen zu groß dafür. Aber schnell muss er sein. Der Reiter mittelgroß, ne? Der Reiter ist so ein kleiner. Hier so ein Valtra, ne? 30 km/h, das wäre doch was. Oder hier so ein Valtra, 50. Ein B-Truck. In dem mal, ne? Design. Reifenvariante. Nehmen wir Standard. Forst, Klima. Wir nehmen Klima. Hecklader, Frontlader, ohne. 210 PS. Hecklader. Vielleicht brauchen wir den auch. Wir kaufen den mal. So teuer ist er ja nicht. So spottbillig. So. Auch nochmal läuft. Auch nochmal läuft. Dann werden wir ganz kurz im Hof laufen. Ich meine, andere Aufgaben stehen immer an. Also die Fahrzeuge losstecken muss ich noch. Ja, das wird man gleich tun. Wir klicken mal durch. Haben noch kein Heu. Wasser. Alt 0. Autodrive. Schalten wir ein. Und unser Rübenfahrzeug. Holz haben wir mal genug. Könnten wir höchstens mal Holz transportieren. Das wäre sicherlich eine Option. Milch. Na, brauchen wir nicht. Die Ballen, na, Ballen haben wir hergefahren, okay. Da geht man nicht durch. Das ist unser Sand- und Kieswerk. Steht übrigens auch schon eine ganze Weile. Müsste man eigentlich auch mal irgendwas einstellen. Hier geht nichts. War noch ein Traktor gewesen mit Zuckerrüben. Wo steht der Bursche? Das ist ein Deutz. Gut, das klappt schon mal. Wo ist der? Das klappt garantiert nicht, weil ich hier nicht weiterkomme. Das ist der Mann TS 18.500. Den verkaufen wir gleich. PP. Also das ist hier in das Mod, wo man erkennen kann, welche Böden sind. Und wir müssen noch Proben machen. Aber erst einmal den verkaufen. Garage. Weil das ärgert mich schon, wenn wir da nicht weiter tieren können. Ne? Dann gehen wir den ab. So, jetzt dürfen wir durchgehen. Weil ich nicht genau weiß, wo der
Deutsch Date. Irgendwo schon. Gibt's doch keine. Wieso geht der sich weiter? Das ist ein Witz. Ach, hier unser Mist-Tour. Pellets. Das ist der LKW sicherlich. Da ist unser... Könnte unser Fahrzeug sein. Und da... Ach so, das ist neu. BGH Nord. Unser LKW, Traktor für Zucker, müsste sich irgendwo in der Ecke aufhalten. Kommen wir nicht hin. Doch gar nicht. Das existiert doch gar nicht mehr. Ich will das Fahrzeug anklicken. So. Das ist unser Sammelwagen für Stroh und Gras. Den brauchen wir nicht. Muss ich auch mal durchlaufen. Wo ist denn das alles? Gehen wir kurz zum globalen Company. Ansonsten wollen wir den Zuckerrübenfahrzeug mal losstarten. Wenn wir den mal sehen würden. Ansonsten, das ist die Gärreste. Na, finde ich jetzt nicht. Wir gehen mal zum Markt und holen das mal da. Wir Bodenproben das Fahrzeug. Bin ja gut zu Fuß, ne? Wasser wird verteilt, das war wichtig, das war ganz gut. Feld 1 wollte ich beginnen. Das war... Wir gehen mal der Reihenfolge nach. So. Schöner alter BMW-Truck. Das sehen viele so gerne. Wir sind aufgemotzt, denke ich mal, ne? Wir fangen auf Feld 1 an, in der Ecke. Und dann werden wir 3 bis 4 Punkte oder 5 oder 6, mal sehen, entnehmen. Das ist ja frisch gedüngt. Mal schauen, was für Böden wir hier kriegen. Weil... Es gibt ja ein bisschen mehr als nur Lehm und Sand und sowas, ne? Wow. Bodenprobe 1. Ich stelle gerade mal so fest, wir haben das ein mächtig kleines Radius. Na ja, gut. Nochmal. Dunkelrot.
Das wäre mehr Brom als Freude aufkommt hier. Richtig intensiv hier. Ich halt alles im roten Bereich zu sein. Bin da gespannt. Wie das mehr funktioniert mit Abschicken, ne? Ein bisschen mehr in die Mitte rein. So ungefähr. Wenn wir eine Probe nehmen. Ich hoffe, wir sind laut genug. Ich habe ja bei Kettle und mal ein anderes Mikrofon probiert. Muss ich mal die abwarten, wie da die Resonanz ist, die Rückkopplung und da was hört. Hier werden wir ganz schön viel rackern müssen hier, um das alles hinzukriegen. Für Hopfen ist das alles so spät. Aber ist halt so, ne? Die Tür wird so ähnlich sein. Also hier ist viel. Ach, Bodenprobe genommen. Okay. Sagt doch nichts aus. Das ist ja auch nur eine Stichprobe, mehr oder weniger. Das ist ja, ich meine, bei mir zu Hause wüsste ich ungefähr Bescheid, wo was wäre. Vom Boden her, ob fruchtbar oder nicht fruchtbar. Auch bei mir in der Umgebung ist eigentlich auch schon ein lehmiger Boden. Vorhanden. Sandböden ist hier weniger. Im Raum Donau weiß ich mal, dass da auch recht viel Sand ist. Ne? Schlammland vom Fluss. Ansonsten. Ja. Ich habe auch schon Gegenden gesehen, wo nur Schotter ist. Auf der Grund mal, dass wir mal in einer Region eine Baugrube ausgehoben haben. Da waren nur Steine. Also kleine, von faustgroß bis ja, etwas größer, ne? Also da Ackerbau zu betreiben, das wäre nicht lustig. Bin mal gespannt, wie wir die Bodenpumpen abschicken können, ne? Traktor ist in Null oben dran. Was ich hier noch vermisse ist, bei den Böden, dass an sich nur vier Gruppen gibt. Müssten eigentlich mehr sein, ne? Aber gut. Das ist eine Entwicklungsphase, da wird noch einiges kommen, denke ich mal. Gehen wir in der Mitte durch. Werden wir nicht alles durchziehen können. Helfer geht nicht. Hätte sein können, dass der Helfer das machen könnte, ne? Also das ist Nil 0. Nil 0 ist oben. Ach, wir haben ja hier so ein Tollhäuschen, da müssen wir gleich ranfahren. Das kann sein. Ich bin früh angehalten.
Ich meine, das ist eigentlich eine mühsame Arbeit, den ganzen Bogen auszufinden. Geschwindigkeit auf 5 dann sofort ändern. Weil das ist nicht haltbar. Ich bin ja kein Typ, der jetzt Zeit hinausholt. Aber schaffen wir das auch, ne? Das sind nur Arbeiten, die wir eigentlich von Anfang machen, aber später nicht mehr so häufig. Wahrscheinlich gibt es später mal Typ Bodenarmegerät, achso. Schaden. Es gab ja auch ein Update bei Season. Ich habe mal spaßhalber mal gleich bei Kursplay Update vorgenommen, die V603-00012. Ja, was da nun gemacht wurde, entzieht sich auch meine Erkenntnis. Ich bin das Englisch nicht so mächtig. Aber ich denke mal, wir werden einiges behoben haben und verbessert, denke ich mal, davon gehe ich aus. Gehen wir die 1, die Reihe mal hoch. Oder wir fahren mal jetzt zum Bodenprobehaus. Mal sehen. Fahren wir zum Labor. Ist ja um die Ecke. Bin sehr gespannt. Hineingezogen wird in der Halle drinnen. Keine. Gute Frage jetzt, ne? Ich kann viel erraten. Oh, 023. Oh, schau mal, das soll es auch schon gewesen sein. Für heute ist einmal schönen Dank fürs Reinschauen. Feld Nummer 1 wäre eigentlich jetzt fertig. Jetzt muss eine Analyse gemacht werden. Ich muss mal rausfinden, wo ich das machen könnte. Ne? Dann mal tschüss, verschau. Ja, wenn ich es weiß, melde ich mich dann wieder. Ist einmal noch einen schönen Wochenstart. Bis zum nächsten Mal. Und ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Und ich grüße unseren neuen Abonnenten. Tschüss.